Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Batman 3 Insights von Gotham. Und mal gucken, was wir uns als nächstes in Auftrag nehmen. Und das ist Man of Steel. Das war der Film. Genau, das weiß ich noch. Welcher Batman-Film, weiß ich nicht. Jetzt rein da. Krypton, einst ein mächtiger Planet, dem nun die Auslöschung droht. Ich, Maximus, Owl, Jor-El, muss meinen Sohn Kal retten und ihn mitsamt all des genetischen Wissens unserer Zivilisation vom Planeten schaffen. Wenn ich es nach Hause schaffe und ihn in unsere letzte Kapsel setzen kann, ist er in Sicherheit. Solange wir ihn mit genug Milch versorgen, jedenfalls. General Zod, er will den bereits verfallenden Planeten erobern. Dieser Wahnsinnige. Mein getreuer Weltraumdrache. Ach, welch sinnlose Verschwendung. Kallax, du Depp, hilf mir hinein. Ich kam nach Hause, um festzustellen, dass General Zod und seine Kämpfer uns belagern. Ich hasse Überraschungsbesuche. Okay, ich habe mal wieder gar keine Ahnung, wer Jor-El oder General Zod oder Kallax ist. Keine Ahnung, Alter. Aber das Geile ist, Jor-El hat eine Gun. Und ich mag ja Lego-Charaktere, die eine Pistole haben. Das gibt mir schon eine sehr gute Laune, wenn die ein bisschen rumschießen können. Scheiß mal auf Kinderfreundlichkeit. Wir ballern einfach hier rum. So, aber erstmal ein bisschen bauen. Okay, und ich sehe da schon wieder was fürs freie Spiel. Er war mit einem Rätsel verschlossen, das in seiner Komplexität nur eine Maschine wie Kallax lösen könnte. Ich hoffte, dass Lara und Kal noch sicher wären. Ja, das hoffe ich mal auch. Keine Ahnung, wer das ist, aber egal. Wir werden es herausfinden, indem wir jetzt hier dieses Puzzle lösen. Was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Aber ich glaube, das war doch nicht so simpel. So, so und so. Aber das, dieser Jor-El, der ist irgendwie so ein Superman-Klon. Na gut, machen wir mal weiter. Oh, geht ja alles kaputt. Das ist ein Zuhause. Nicht schlecht. Aber ich wusste nicht um meine wahren Pläne für den Code, aber er schien entschlossen, mich aufzuhalten. Hartnäckig ist er, das muss man ihm lassen. Ja, aber sein Zuhause wird gerade von diesem General Zod ausgeschaltet. Das ist nicht toll. Kann ich irgendwie so einen Laser machen? Ja, ich wusste doch, dass er einen Laser machen kann. Leider nicht aus seinen Augen, sondern eher aus seiner Waffe. Gott, wenn ich diese Waffe hätte, das wäre ja ultra geil. Oh, wollt ihr noch mehr Schüsse in eure Fresse? Bitteschön. Ich brauche Münzen. 100%. Hier brauchen wir wahrscheinlich auch so einen Eischarakter. Oh, fuck. Und wir brauchen Elex erstmal. Explosion und mehr von Zods Männern, die mich schnappen wollen. Langsam wünschte ich, ich wäre durch die Hintertür gekommen. Das hoffe ich mal auch. Mann, so ein Hinterhalt. Hinterhalt ist immer dreimal besser. Jor-El, merk dir das. Nächstes Mal, wenn du angegriffen wirst, immer von hinten kommen. Klingt auf jeden Fall nicht komisch. Was ist das? Achso, so ein Spritz. So ein Spritzteil. Okay, ich korrigiere. Man braucht doch keinen Eischarakter. Man kann es auch mit der Wasserpistolenkanone anrichten. Man muss draufhalten. Ah. Ich hab schon gefragt, wie das geht. Jetzt einmal mit dem Laserstrahl. Ja! Na? Jawohl. So einfach geht's. Wer ist dieser mysterische Mann, der da vorne steht?
finden wir es heraus. Konnte ich den kleinen Kerl in die Fluchtkapsel setzen. Aber zuerst heißt es wohl Windeln wechseln. Schon wieder Sort. Hat er nichts Besseres zu tun, wie zum Beispiel zum Friseur zu gehen? Nicht die Wiege! Lara und ich haben dafür ewig gebraucht. Schatz, wo haben wir die Anleitung dafür nur hingelegt? Alles kaputt. Und ich wollte mein Kind damals sogar Sott nennen. Lara war für Neil, bis wir uns dann auf Kel geeinigt haben. Aber Neil wäre mir jetzt immer noch lieber als Sott. Okay. Na, das Kind kam ja schnell raus. Okay, ich dachte schon, die Mission wäre vorbei, weil da die Cutscene kam. Aber sind wir mal froh, dass es weitergeht. Kann ich noch mehr Loot holen? Okay. Also, sie hat jetzt ihr Kind bekommen. Wollten es erst. Wiege zur Bahre oder wie? Das darf nicht wahr sein. Aber ich muss sie reparieren, wenn unser Plan aufgeht. Tor an. Ein treuer Gefolgsmann Sots und ein exzellenter Kämpfer. Leider stinkt er schlimmer als ein Rondor. Und er ist gleich tot. Sie wollten das Kind erst. Eine so harte Kriegerin, dass man sich erzählt, sie würde auf Vector Urlaub machen. Sie ist doch eh gleich tot. Auf jeden Fall wollten sie es erst. Schon oder so nennen? Ich hab's wieder vergessen. Und, aber jetzt haben sie es Ken genannt. Hoffentlich war es richtig. Ja, stirbt doch jetzt. Ich muss mit der anderen machen. Ja, aber sie kann nicht kämpfen. Dann musst du mit denen hier machen. Ah. Mit Kelix geht's natürlich. Warte, warte. Bevor ich weiter baue. Bestimmt noch mehr zum Finden. Deswegen immer schön weiter was kaputt machen. Destroy. Destroy the wood. Können wir das hier auch machen? Nee, wir haben leider keine Hakenpistole. Nice, ist aber direkt ein 10.000er. Auf einmal so ruhige Musik. War davor so episch und jetzt so ruhig. Aber sind wir mal froh. Die Wiege war endlich wieder intakt. Das war unsere einzige Chance. Und das soll ich jetzt das Kind reintun? Na gut. Das heilige Kind? Melde dich mal. Oh, ach ja. Vergiss es. Warte, was? Halt direkt vergessen. Okay, du bist ja sehr freundlich zu deinem Kind, das gerade geboren ist. Achso, Kelix muss das ja machen. Heiliges Kind, Mutter, Tochter. Es wird irgendwas machen. Weil erstmal muss ich natürlich den... Hallo? Hallo? Seht ihr nichts? Hey, der hat mir doch zuerst das angezeigt. Ach, egal. Okay, ganz weird. Ah, so und so. Ich habe was anderes da dran gesehen. So, heiliges Kind. Du wirst jetzt in die elendigen Gottesanbetern kommen. Endlich erschien General Sott. Ich konnte nicht zulassen, dass er unsere Mission gefährdet. Aua. Hier wird nicht einfach umgeschossen. Warte, warte, warte. Hallo, schieß doch. Warum schießt er das Teil nicht ab? Egal. Als ob der mich jetzt getötet hat. So ein Schwächling tötet mich. Das ist dein Ernst? Wo ist der Scheiß? Wo ist der Scheiß General? Na? Warum ist jetzt von der Frau eingewischt? Auf zu flüchten. Kelix. Du kannst das. Hä? Warum stirbt er nicht? Jetzt krepier doch. Jawohl. Da ist das Kind weg. Ich hätte nie gedacht, dass der Start klappen würde. Viel Glück, mein Sohn. Deine Mutter hat jede Menge holographischer Dingsbumse in der Kapsel gespeichert, damit du etwas lernst. Und dazu noch ein paar Schnappschüsse von unserer Reise nach Kandor. Wo immer du landest, vergiss nicht die Sonnenmilch und verlier ja nicht den Gencode, den ich in deiner DNA versteckt habe.
Keine Ahnung, wie sie den merken kann, aber okay. So. Wahrheit direkt. Müssen wir nicht nochmal machen. Adam West, leider noch nicht. So, müssen wir direkt nochmal machen. Kein Problem. Wird easy. Und ich glaube, diesmal schaffen wir es wieder, alles zu finden. Nicht wie beim letzten Mal, wo wir eine Sache nicht finden konnten. Gut, freies Spiel. Nehmen wir Joker. Einfach mal so. Einfach mal Joker nehmen. Geht ja. Einst ein mächtiger Planet. Ja, hab schon verstanden. Krypto. Kryptoland. Einfach Kryptoland. Okay, hier am Anfang sehe ich doch direkt schon mal was zum Sammeln. Na, weg mit euch. Hier hinten war ja was, genau. Warte mal. Den da müsst ihr auch noch abschießen. Hallo? Warum kann ich den nicht abschießen? Ja, jetzt auf einmal. Okay, dann brauche ich mal Cyborg. Nein, du sollst... Ach, egal. Kann es nicht auch der Batman machen? Nein. Joker, hast du nicht auch so ein Outfit? Genau, er hat auch ein Outfit, wo er Bomben schießen kann. Sieht immer noch so lächerlich aus, aber okay. Ich brauche keine Münzen einsammeln. Da war ja was. Okay. Das herausforderndste Puzzle überhaupt. Zack, zack und zack. Gut, rein da. Okay, jetzt muss ich da gucken. Hier ist doch was, was ich machen kann. Batman. Das darf ich halt auch nichts verpassen, weil das Level ist ziemlich klein. Okay, was hat das jetzt gebracht? Ist das vielleicht noch kaputt machen? Ah. Wieder was mit 1 von 3 und so. Hätte ich das noch kaputt machen? Mann, Batman. Was ist das, wenn die mir im Weg stehen? Ah, okay. 1 von 3. Ihr schwarzen Kobolde. Seid zwar keine Kobolde, aber egal. So, jetzt noch diese Libelle hier ausschalten. Und dann brauche ich den Laseranzug von Betty. Alright. Okay. Jetzt können wir das hier auch gleich kaputt machen. Alter. Ihr versaut mir hier die Musik. Ich will spannende Musik haben. Nicht so dramatisch. So, und jetzt beides einfach abschließen. Zack. Easy. Gleich 2 Minikits auf einmal aufgesammelt. Ist das nicht krass? Bin so gut. Oh nee, jetzt wieder diese epische Musik an. Nee, das will ich doch gar nicht. Ja, jetzt machen wir die Musik aus. Nervt mich schon wieder. Guck mal, ich brauche doch gar nicht diese Wasserpistole. Ich kann einfach Batman rufen und dann kann ich einfach... Stimmt, man braucht ja einfach Kelex. Aber ich kann jetzt einfach den Anzug nehmen. Ha, so einfach geht's. Gott, ich baller mal hier. Baller das mal weg. Du sollst nicht Batman abballern. Komm, mach den Scheiß hier weg, Alter. Schlimm hier schon wieder. Alles in meinem Weg. Endlich konnte ich den kleinen. Gut. Okay, da sehen wir doch direkt unseren Adam West. Ja, ja, ich bin noch da. Alles gut. Gut gemacht, okay. Alter Freund. Jetzt muss ich wirklich los. Ja, ja. So, komm. Adam
West. Ha-da-da-da-dam, Adam West. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum, Adam West. Können mir immer noch so viele Minikits fehlen, Alter. Oh, nee. Sag mir jetzt nicht, da gibt's noch so viele, die ich verpasst habe. Ich hab da jetzt echt Angst. Nein, hab ich nicht. Ich hab... schon so... kleine Bärtchenhaare, wo man sich... wo denn der Letzte ist. Nicht hier. Och nein, hab ich den jetzt wirklich verpasst? Wo war der denn? Also ich weiß, noch eine Libelle kommt. Das ist dann der Sechste. Ja, wo ist denn dann der Rest? Das ist ja weird. Ich kann auch nicht zurückgehen. Das ist ja bescheuert, echt. Auch nicht diese Laterne, oder? Nee. Ja, keine Ahnung. Muss ich dann wieder offscreen sammeln? Ich weiß nicht, wo die immer in so richtig dreckigen Ecken das verstecken. Ist schon ein bisschen blöd. Oder vielleicht da bei dieser Mauer, die jetzt da erschienen ist. Ah ja, ich bin schon sie. Geh weg. Jetzt kommt die alte Tante da. Ich kann das sehr böse sagen, aber nee, 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 nee. Das ist natürlich nicht werbefreundlich. Und sollte man auch nicht machen. Und Kelex macht das. Ja, töte sie jetzt einfach. So, und schon ist sie tot. Okay. Kann ich hier noch was machen? Sieht schlecht aus, okay. Ja. Scheiße, muss ich da nochmal ran, Alter. Uff. Okay, mach das Kind da rein. Schneller. Hopp, hopp. Und rein damit. Laser ist weg. Beam ist weg. Okay. Müsste jetzt hier nicht die Tür schon noch offen gehen? Ach nee, da kommt ja dieser Admiral. General, Entschuldigung. Admiral ist doch General auf See. Okay. Perfekto. Ab in den Himmel mit dir. Moinsen, was geht? Ich muss kurz hier außen. Du musst kurz aus dem Weg hier. Jawohl. Also vielleicht muss ich das hier irgendwie schmelzen lassen. Und dann... was sieht denn vielleicht irgendwas? Lass mich kurz das schmelzen. Ah, guck mal. Aber mir fehlen immer noch zwei. Was ist denn das? Ein Videospiel. Ich kann es immer nur mit Kelex machen, das verstehe ich nicht. Ja, Kelex, kannst du auch mal treffen? Oder jetzt kannst du nur die Frau. Hallo. Ah, jetzt stirb endlich. Oh, 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 wie brutal das gerade war. Ja, komm. Ja, brauchst nicht die fünfmal hier rumzurennen. Vor allem beim Bewegen kann ich ihnen einfach so gar keinen Schaden zufügen. Jetzt mach doch mal was. Hä? Ich kapier das nicht. Bin zu dumm dafür. Ich hab doch jetzt getroffen, hallo? Gut, ja. Haben wir. Ich hätte nie gedacht. Mir fehlen zwar nur noch zwei, aber die hole ich dann offscreen. Okay.
Leute, dann war's das mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.